die benötigten Zutaten für 2 Portionen. 400 Gramm Putenfilet. 200 Milliliter Kokosmilch. Ein Löffel gelbe Currypaste. Eine Zucchini. Drei Paprika. Vorbereitung. Das Putenfilet wird klein geschnitten. Die Zucchini wird geschält und gewürfelt. Die 3 Paprikas werden ebenfalls gewaschen, geputzt und in ähnlich große Stücke geschnitten wie das Fleisch und die Zucchini. In etwas Olivenöl das Fleisch scharf anbraten, etwas Paprikapulver dazugeben und darauf achten, dass es komplett gar ist. Dann die Kokosmilch und die Currypaste dazugeben. Gut durchrühren und die Zucchini samt Paprika einrühren. Bei geschlossenem Deckel 10 Minuten fertig köcheln lassen. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken. Optional mit Schmand verfeinern. Gib den letzten Schliff. Voilà, das war's. Wenn es euch gefällt, freue ich mich für einen Daumen nach oben und ein Abo. Danke. Guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.